Ich begrüße euch zum dritten IGP-Rennen oder beziehungsweise zum Qualifying erstmal. An meiner Seite ist heute der Nico. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in Phillip Island. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum dritten Rennen. Genau, heute nehme ich mal auf, weil mein geschätzter Kollege Steve Schulz nicht anwesend ist. Und ich hoffe, das passt also alles jetzt. Ja, müsste. Hier joinen noch ein paar nach. Berberich ist auch da. Wir haben drei Class B-Fahrzeuge bis jetzt da und die anderen sind alle Class A. Ich schätze mal, der Geschwindigkeitsunterschied wird von der Zeit her circa 4 bis 5 Sekunden sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wir sehen es ja dann. Wer ist denn der Erste auf der Strecke? Das ist ein Class B-Fahrzeug. Die Class A-Fahrzeuge sind ja sowieso nicht relevant. Malaika ist das. Aktuell dahinter ist direkt. Das müsste Gottwald sein, ne? Dahinter ist Gottwald, genau. So, Malaika geht damit auf die allererste Zeit. Leider habe ich keine Plugins, deswegen kann ich nur ein bisschen berichten und gucken, aber war sehr spontan heute. Ich war noch auf ein paar Fäden neben, abseits der Strecke von den Teams, ein bisschen verkatert, ein bisschen heiser. Das tut mir dann auch ein bisschen leid jetzt. Es lässt sich mitarbeiten. Ja, denke ich auch. Genau. So, Malaika wird jetzt erstmal die erste Class B Zeit setzen. Class A zählt ja noch nicht. Die haben ja ein eigenes Qualifying-System, das man nicht mitbekommen hat. Und da hat sich einer weggehauen direkt. Das muss. Wer war das denn? Kativo hat sich auch weggehauen, Lexo auch. Was machen die denn? Mensch. Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Das ja, Kativo war der den ich meinte. Und keine rein. Und wir fahren ja eigentlich so gut wie nie Monoposto drauf. Sehr schnell. Und Malaika ist wohl auch ein Fehler unterlaufen. Gucken wir uns gerade nochmal an. Da vorne tingelt auch jemand ganz langsam durch die Gegend. Der Lexo. Oh, der Malaika kam da so weit raus. Damit jetzt die erste Zeit von Stefan Gottwald mit einer 1:15.7. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, so was ich im Training gesehen habe, können die Class B-Fahrzeuge aber auch 1:14.7er Zeit, also noch gute Sekunde schneller fahren. Ja, aber in der ersten Runde. Für die erste Runde ist das, glaube ich, echt gut. Wenn man die anderen Class B vergleicht, jetzt mit Malaika, der bis jetzt gefahren ist. Ja. Wen haben wir denn noch in der Class B? Außer Malaika und. Köhler. Köhler, wo ist der? Auf welcher Position? Ach, auf 14. Der fährt noch nicht, der ist noch in der Box. Der ist noch in der Box. Mhm. Gut, dann gucken wir mal auf Malaika, weil die Class B-Fahrzeuge, die drei, die sind ja relevant für dieses Qualifying. Ja. Es kann auch vielleicht ein bisschen im Windschatten nutzen der Class A-Fahrzeuge vor ihm. Das glaube ich eher weniger. Die Class A-Fahrzeuge ziehen auf der Geraden dermaßen davon. Meinst du? Okay. Das meine ich nicht, weil das ist so. Ja, gut. Und man sieht von Malaika, der Wagen ist ein wenig dunkler geworden vom Design. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Genauso wie Gottwald, der ist auch ein neuer Fahrer bei Shatter Racing Performance. Zumindest gibt er hier sein Debüt in der IGP dieses Jahr. Denn er ist im ersten Rennen, beiden Rennen nicht dabei gewesen. Malaika fährt, glaube ich, an die Box. Das ja, Malaika ist an die Box gefahren. Ihr seht was im grünen Shatter Racing Performance Design. Köhler fährt jetzt. Köhler fährt, ja gut, ich mache jetzt erstmal eine Einführungsrunde. Ab in die Wand. Köhler, ja. Damit könnte der jetzt, glaube ich, wieder zurück zur Box. Sein Auto dürfte dermaßen beschädigt sein. Da können wir uns jetzt aber schon eine Aufhängung. Oh. Ist gerade gejoint. Keine Sicht, Thomas Breyer ist gejoint. Thomas Breyer, der ist auch ein Class B-Fahrzeug, ne? Ja. Genau, ja, der fährt jetzt auch bei Shatter Racing Performance. Oder hat er vorher schon? Auf jeden Fall ist das Design auch etwas verändert worden. Das habe ich gerade Gottwald ein bisschen vergessen. Da geht ein Class A-Wagen weit, das ist ein Kostek. Und Gottwald geht auch weit. Gucken wir mal auf die 14. Zu Köhler, der jetzt seine Runde beginnt. Und da von Schneider angegriffen wird. Oh je, das ist nicht besonders hilfreich, nehme ich mal an. Thomas Breyer ist jetzt auch rausgefahren und da gucke ich mir jetzt mal an. Ja, der ist noch auf der Einführungsrunde. Ja, trotzdem.
Man weiß ja nie, was da schon passiert. Köhler heute der einzige Class B-Fahrer, der nicht vom Team Flatter Racing Performance gestellt wird. Mal gucken, ob er sich gegen die durchsetzen kann oder wo er landet. Das sehen wir dann im Rennen. Ansonsten mal gucken, wie er sich schlägt. Und wieder an derselben Stelle ein paar Bremser. Ich glaube, die Zeit kann er damit abbrechen. Also das, was Thomas macht, sieht gar nicht so langsam aus, nehme ich mal an. Ich kenne die Strecke leider nicht sehr gut. Und aber da hat sich Köhler wieder gedreht. Also ich kann wegschalten. Ist gar nicht so schlecht. Ja, dann schauen wir mal eine Runde Onboard hier zu. Eine sehr schnelle Strecke hier. Das heißt, man braucht viel Topspeed, wenig Flügel. Da werden die Hybridmotoren der Class A vor allem im Nachteil sein. Weil diese halt nicht so viel Leistung auf die Strecke bringen. Ansonsten, die Class B-Fahrzeuge werden natürlich, weil sie halt auf der Geraden auch nicht so schnell sind, einen deutlicheren Abstand haben als in den letzten beiden Rennen. Prognostiziere ich jetzt mal. Das wäre nur logisch. Jetzt schauen wir mal. Breyer, auf Katiros Zeit ist eigentlich unrelevant im ersten Sektor. Ich kann ja mal eben gucken. Der aktuell erste der Class B ist Stefan Gottwald auf der 7. Wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist richtig. Und dahinter halt mit 3 Sekunden Rückstand der Malaika. Aber ich glaube, die haben alle noch nicht eine vernünftige Runde zustande bekommen. Muss man noch abwarten. Also Malaika nicht, Gottwald, da weiß ich es nicht. Und Malaika hat gerade eine 1.15.2 gefahren. Wo du gerade davon redest. Oh, Breyer im Verkehr, da wird wahrscheinlich. Ich sehe es ja gerade. Der Verkehr kam gerade erst an. Ja. Muss den aber vorbeilassen. Das wird natürlich Zeit gekostet haben. So, dennoch gucken, sieht die Zeit gar nicht mal so schlecht aus. Ja, obwohl ein 17-0. Na, 1.17. Haben wir auch schon was Besseres gesehen. Gucken wir mal, fährt Gottwald? Nein. Malaika fährt noch. Region Afrika, das weiß ich nicht. Köhler hat sich auf die 10 geschoben und hat sich gedreht. Gut. Es war immer ich Köhler erwähnt habe, er dreht sich. Interessant. Wo wollte ich jetzt hinschalten? Auf Malaika. Ich zeige jetzt keinen Class A-Wagen, weil die kommen ja sowieso noch dran. Die sind ja relativ unrelevant fürs Ergebnis aktuell. Oh, Malaika, kann er sich wieder verbessern? Oder fährt er in die Box? Ach ne, macht er heute schon vorbei. Tut mir leid. 1.18.8, also die Zeit war aber nicht gut. Fährt er jetzt noch eine? Ja. Ja, das sieht zumindest so aus. Ja, da vor ihm, das ist Köhler, glaube ich, so wie es aussieht. Oh, und Malaika verabschiedet sich. Ist jetzt vorbei wohl. Aber die Mama nicht touchiert. Hat er Schwein gehabt. Ja, dann ist die Zeit auch hinüber. Gucken wir nochmal beim Köhler zu. An seiner Lieblingsstelle wieder verbremst. Der hat da den Bremsschwung noch nicht draußen. Der Malaika beschwert sich anscheinend in Form eines U's. Was da passiert ist, weiß ich nicht. Ja, der wurde wahrscheinlich von Stefan Köhler rausgedrängt. Guck ich mir mal eben an. Kannst du dir mal angucken. Also, ich war ja bei Malaika onboard. Das sah schon aus, als wollte er da ausweichen. Ja, das war einfach ein Missverständnis. Ich bin kein Rennsteward, aber ich würde da einfach sagen, jetzt keine weiteren Aktionen. Nein, auf gar keinen Fall. War einfach nur ein blödes Missverständnis, passiert auf der Rennstrecke öfter mal. So, jetzt schauen wir mal, ob der Köhler eine gute Zeit hinkriegt, weil seine letzte Zeit war eine 1.31.0 mit 22,6 Rückstand. Malaika fährt an die Box. Breyer. Und dann schauen wir mal. Im ersten Sektor ist Gottwald zum Beispiel eine 25.3 gefahren. Köhler fährt. Ich weiß nicht, wo der Messpunkt ist. Eine 26.2. Dann ist er schon ein bisschen langsamer als Gottwald. 5 Minuten.
Gut, in 5 Minuten ist das Qualifying vorbei. Wie man gerade durch die Rennleitung gehört hat. Der Köhler muss jetzt langsam mal eine Runde hinbekommen. Der ist ja gerade dabei. Der ist ja gerade dabei. Wenn es funktioniert bei ihm. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus, was er da jetzt auf die Beine stellt. Ja, von nur 7 Sekunden Rückstand. Da muss er auch aufpassen. Klass A-Wagen, sorry. Eine Sekunde hinter Gott, weiß ich, wie es aussieht. Ist er okay. Jetzt damit wäre er. Ja. Damit wäre er. Immer noch auf seiner Position. Ja, aber er hat sich schon deutlich verbessert. Ja, das stimmt. Damit ist er jetzt 1,6 Sekunden hinter Breyer. Wie ich das sehe. So, exakt. Sonst noch wer auf der schnellen Runde. Was ist mit der 9? Die 9 ist Breyer. Er beendet sie jetzt. 1,15,7, das ist auch eine Verbesserung, aber positionsgemäß nichts. Die 8, Malaika ist dahinter. Jetzt habe ich ja nicht auf die Zeit geachtet, aber da hat sich auch nichts geändert. Die 7 steht, das ist Stefan Gottwald. Der scheint mit seiner Zeit zufrieden zu sein. Fährt Köhler noch eine Zeit? Wie es aussieht, ja. Aber die sieht wieder sehr weit weg aus. Wieder 7,6 Sekunden Rückstand ungefähr. Uiuiuiui. Also er muss eine 1,15,7 so, fahren, um Breyer zu schlagen, aber nein, das war so eine langsamere Zeit. Das war noch eine Zehntel langsamer als die 1,17,7. Also jetzt ist aber Breyer. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das habe ich gerade auch gedacht, aber das kann man nicht. Ja, jetzt ist es schon wieder. Ja, mein Plugin hat sich gerade aktualisiert. Ich glaube, da war ein Fehler in der Runde, weil plus 13,4. Ja, die Runde wird nichts. Kommen wir mal Malaika zu. Ach, der Malaika ist jetzt. Der ist eine 15,8 gefahren. Der kommt damit an die 15,1 nicht ran und Malaika Fehler. Jetzt ist er wieder draußen. Ah, der Kurve machen viele Fehler. Ist gar nicht so einfach. Da muss er jetzt aufpassen, dass er seinen Teamkollegen in Breyer nicht aufhält. Oder ist er weit? Ja, ist noch ein bisschen zwischen den Platz. Weil der Breyer kann sich durchaus noch verbessern. Mit Köhler ist es gleich wieder. Ja, das sieht wieder nicht so gut aus für Köhler. Wobei man sagen muss, soweit ich weiß, hatte Kostek mit der Class B einen technischen Defekt bis vor kurzem. Was daraus schließt, dass Köhler nicht viel trainieren konnte auf die Strecke und deshalb wahrscheinlich auch nicht so konkurrenzfähig sein wird. Die 4 steht, was ist mit der 4 passiert? Oh. Gut, steht nicht mehr. Ach, das Malaika. Der wird die Runde wahrscheinlich nicht zu Ende fahren können. So. Ja, Thomas hat jetzt ein bisschen Zeit, glaube ich, verloren. Nein. Aber eine Minute. Das war sogar eine 10. Verbesserung. Ja, aber ich glaube, das hätte mehr werden können. Das war einer. Auf der Geraden war das ein bisschen zu viel Platz machen für den Class A-Wagen. Wobei sie eigentlich noch nicht mal Platz machen müssen. Nee. Weil das ist ja das Qualifying von der Class B. Und da hat sich der Van Köhler wieder fast verabschiedet. Sieht bis jetzt nicht so gut aus für den Stefan. So, die letzte Minute ist jetzt angelaufen. Dann gucken wir mal, ob noch irgendjemand hier was reißen kann. Malaika ist bis auf eine Zehntel dran. Malaika? Ach, der ist noch vor Breyer, ne? Ja, auf eine Zehntel. Colli ist vorbei. Quali ist vorbei. Ihr habt die Renate gehört, Quali ist aktuell vorbei. Malaika wird seine Runde noch beenden können. Die sieht sehr gut aus sogar. Das und könnte... jetzt dann noch die Pole Position? Nee. Na, schade. Hat er dann mal verloren. Breyer mit einer 1,15,9 hat sich auch nicht mehr verbessert.
Köhler, kann er die Zeit noch fahren oder ist er schon abgewunken? Ich weiß es nicht. Gott, war das nicht mehr gefahren? Aber er hat sich gerade noch mal verbremst. Ich glaube, das wird nichts mit einer Verbesserung. Vielleicht zeitentechnisch, aber ja, zeitentechnisch, aber ich glaube auch nicht, dass es positionstechnisch was. Nee, nee. Oh, Köhler hat sich jetzt weggedreht, dann ist es jetzt auch vorbei. Ja, gut, dann. Ja, jetzt fahren sie alle in die Box. Oh Gott, das will. Schießt euch nicht in der Boxengasse ab. Knapp. Schießt euch nicht in der Boxengasse ab, Kollegen. Wo ist denn die Kamera? Die suche, da ist die Kamera. Ja, das könnte im Rennen auch nochmal ein bisschen kompliziert werden. Die Boxen sind direkt nach dem Abbremspunkt. Beim Speedlimiter, das könnte, glaube ich, echt immer Probleme geben, dass sie sich da gegenseitig ein bisschen behindern. Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich im Qualifying der Class A wieder. So, da sind wir jetzt im Qualifying der Class A. Wir sehen da schon, dass die beiden Hybride rausfahren. Und zwar das Newman Racing Team, wenn ich es richtig sehe. Ist, glaube ich, Newman Racing, oder? Ja, das ist Newman Racing. Genau, die und die Ampel ist auch schon auf grün. Jetzt geht's los. Auf welche Position sind wir denn? Achso, auf 6 und 5. Dann guck ich mal, was der Patrick macht. Und ja, da gucke ich auch gerade drauf. So. Es hat, was man hier gerade mal ansprechen kann, es hat eine Änderung gegeben. Und zwar, der neue Teamkollege von Patrick Newman ist Kevin Peters, wie man da vorne jetzt kurz gesehen hat. Aus einem ganz einfachen Grund, weil sich Peters GP aufgelöst hat. Das Team hat sich aufgrund einer Diskussion mit Flatter Racing Performance aufgelöst, weil es da Konflikte gab bezüglich des absichtlichen Abschießens in Bathurst. Sebastian Stetter soll die Class A-Wagen von Peters GP absichtlich abgeschossen haben. Ich habe davon nicht viel mitbekommen, ich bin nur der blöde Kommentator, aber ja. So ist es nun mal, Peters GP ist raus, deshalb hat sich Kevin Peters zu Newman gezogen. Mal gucken, ob er da mehr leisten kann. Wird schwieriger, weil dieses Auto ein Hybrid ist und so weniger Leistung hat. Und auf dieser Strecke könnte das ein ziemliches Defizit sein. So, jetzt ist die Frage, wie lösen sie es? Parallel über die Linie zu fahren. Die müssen parallel über die Linie fahren. Das nächste ist PS Racing mit Lexo und Peters. So, das haben sie geschafft. Ja, das sah mir sehr danach aus, dass die parallel über die Linie gefahren sind. Das war gut gelöst. So. Dann schauen wir mal. Die hintere Zeit zählt. Aktuell ist Patrick Newman der hintere. Von den Hybriden habe ich so, also von Newman Racing habe ich im Training niedrige 1.11er Zeiten gesehen. So 1.11.2, 1.11.1 ist drin, im Idealfall. Auch im Idealfall könnte es auch unter 1.11 gehen. Denke ich mal. Ja. Aber es ist halt schwierig mit einem Hybrid. Und vor allem die hintere Zeit zählt ja. Ja, das ist dann nochmal das heißt, 1.11 wird es wohl nicht werden. Ja, niemand kommt ein bisschen weit raus. Ich schätze mal so 1.12 um den Dreh. Mit 1.12. So, wo bleibt die Uhr für Newman stehen? Das ist jetzt die Frage. So, für Kevin Peters bleibt sie bei einer 1.14.2 und einer 1.14.6 stehen. Das ist nicht die allerbeste Runde. Als die Leistung, die sie in der Training hatten. Man muss dazu sagen, die Zeitmessung ist sehr spät und sie sind ja recht langsam über die Gerade gefahren. Das wird einige Zeit gekostet haben. So. Huch. Das, ich glaube, ich schalte mal lieber zu der 6. Denn
Knesewitsch hat ein paar Verbindungsprobleme, wie das gerade aussah. Oder aussieht, immer noch. Uiuiui, das ist jetzt natürlich... Was ist denn jetzt passiert? Schwierig, schwierig. Das ist jetzt vor allem schwierig, wenn, wie sie parallel mit Linie fahren wollen. Wenn das so... Das sieht mir jetzt nach einer unlösbaren Aufgabe aus, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren kann. Ja, da muss die Rennleitung gucken, was sie damit jetzt macht. Vielleicht schicken sie die nochmal raus, oder es muss einfach so hingenommen werden, wie es dann ist, aber es scheint sich zu beruhigen. Das muss ja nur über die Gerade eigentlich reichen. Ja. Die Zeitmessung ist ja trotzdem... Aber die fahren langsamer als die Newmans drüber, glaube ich. Es kann natürlich eine Sicherheitsmaßnahme sein, jetzt da durch, das, ja, durch den Hintern weg, und das haben sie gut gemeistert. Also es sah für mich aus, als hätten sie es geschafft. Ja. Ich meine, haarscharf. Das kann auch an dem Weg gelegen haben. Und Lexo schießt sich weg. Ja, ganz schön böser Abflug sogar. Das war böse. Jetzt gucke ich mal, wie es passiert ist. Das gucke ich mir aber auch mal an. Ja, einfach kein Grip gehabt. Wahrscheinlich, weil sie zu langsam gefahren sind. Ja, wahrscheinlich kalte Reifen. Zum Schluss noch Cadillo, ja, und Schneider vom Kursheck. Damit werden die sich wohl hinten anstellen müssen, weil ja die Zeit beim Hinteren zählt und Alex so keine Zeit mehr fahren kann. Können wir wohl auch sagen, dass Knesewitsch die Runde wahrscheinlich abbrechen wird oder fährt die noch? Als Zusatztraining nimmt er sie vielleicht mit, aber stellen die sich ganz hinten an oder hinten vom Class A-Feld? Hinten vom Class A-Feld. Und da hat Knesewitsch auch gerade einen Fehler drin, also das wird nichts mehr. Ne. So, dann schalten wir mal auf die 3, das ist Dennis Schneider. Oh, die sind ganz schön weit auseinander, ne? Bin ich auch im Replay? Ah, ich bin noch im Replay. Ha, gut, das erklärt's. Ja, die, jetzt können sie ja weit auseinander sein. Knesewitsch? Ja, aber da muss Cativo wieder langsamer machen und dann kühlen die Reifen vielleicht wieder ab. Knesewitsch mit einer 1.16.8. auf Platz 3 aktuell, aber ich glaube nicht, dass diese Runde gewertet wird. Jetzt wartet Cativo. So. Aber jetzt sind sie nah beieinander. Ja. Jetzt ist die Frage, wie lösen sie es? Sieht aber ganz gut aus. Sieht jetzt schon gut aus. Auch wie ich finde, eine wunderschöne Lackierung, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ja, mir gefällt die eigentlich auch ganz gut. So, los geht's. So, jetzt. Ja, das haben. Wow. Das war nochmal knapp, aber ich denke, sie hat es geschafft. Ja, es war knapp, aber es hat gepasst. So, ganz schön nah beieinander. Hoffentlich schießen sie sich nicht gegenseitig ab. Ah, das wäre natürlich das Blödeste, was denen passieren kann. So, die Zeit von Schneider zählt. Aktuell noch. Wenn er jetzt an Cativo vorbeifährt, dann zählt natürlich Cativos Zeit. Leichter Verbremse, aber kein Beinbruch. Momentan ist Cativo auf einer absoluten Bestzeit. Schneider, wie es aussieht, auch. Und leichter Verbremse. Ja, da muss Schneider sich. Aber ich glaube, Schneider musste nicht lupfen oder vom Gas gehen. 18. sind wir schneller als Kevin Peters aktuell. Somit sind sie on fire auf der absoluten Bestzeit. Hey, jetzt wird angestupst, ist natürlich nicht so interessant. Starke Zeit. Ja. Wer ist denn die Nächsten? Gibt's überhaupt noch Nächste? Ne, es gibt keine Nächsten mehr. Das waren die 6. Beziehungsweise 5, die ins Ziel gekommen sind. Ja, stimmt. Das war's ja schon. Gut, dann war's das hier mit dem Qualifying der Class A und auch der Class B, das werde ich zusammengeschnitten haben. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Schaut auch morgen beim Rennen wieder ein. Und willst du noch was sagen?
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, schön zu sehen, wie sie hier alle rumdriften in Phillip Island. Und jo, bis morgen.